Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungsmedizin. Heute sprechen wir einmal über eine Erkrankung, die allein in Europa über 50 Millionen Menschen betrifft, einmal oder lebenslänglich, die Depression. Und wir schauen mit der Heilpraktikerin Alexandra Kaser, ob es da ganz andere Ansätze gibt, wie die ganzheitlich aussehen. Es wird ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Liebe Alexandra. Hallo, liebe Silvia. So schön, immer mit dir zu sprechen, weil eben es eröffnet einfach Horizonte. Und ich finde, gerade Depressionen sind auch ein Thema. Da gibt es wohl, sagen wir, pharmakologisch Methoden, also Medikamente, die dann wirklich die Menschen im Antrieb der Stimmung steigern, aber eben auch ganz viele Nebenwirkungen. Ja. Und es wäre wirklich schön, noch eine Alternative dazu zu erfahren. Ja, also das, was ich in der Praxis erlebe, ist, dass gar nicht erst großartig geschaut wird, ob den Menschen etwas fehlt. Mhm. Es wird einfach viel zu schnell auch Antidepressiva oder Antidepressivum gegeben, ja, oder andere Medikamente. Und das ist manchmal gar nicht unbedingt notwendig. Mhm. Es ist immer ganz schwierig, wenn ich Patienten in der Praxis habe, die schon seit Jahren Medikamente nehmen und ich mache Blutuntersuchungen, dann sehe ich natürlich wahnsinnig viele Mikronährstoffmängel, zum Beispiel Vitamin B, B12, B6. Da weiß man immer nicht, war das schon vorher da, ja. Vitamin D auch, oder ist es jetzt so, dass die Medikamente uns das alles entziehen? Letztendlich ist es so, wenn ich so ein Medikament nehme, dann muss ich auch schauen, dass ich zusätzlich meine Mikronährstoffe auffülle. Denn es ist immer so, dass das Medikament uns alles Mögliche entzieht. Es ist mit den Antidepressiva so, so wie es auch mit der Antibabypille sein kann, ne, dass sie uns Q10, B-Vitamine und so weiter, Vitamin C entzieht. Und viele andere Medikamente auch, so eben auch die Antidepressiva. Und das ist das Problem, dass es den Menschen manchmal immer schlechter geht, trotzdem, ja, sie die Mittel nehmen. Ja, und eben in Gleisungen, vor allem in allen Bereichen, eben auch mit Gewichtszunahme oder eben Libidoverlust oder ganz viele Erektionsstörungen oder was auch immer, sind ganz viele Dinge damit eingeschlossen, die die Menschen massiv beeinträchtigen. Ja, ja. Und was gibt es denn aus deiner Sicht? Also was machst du, wenn ein Mensch zu dir jetzt in die Praxis kommt und eben über Burnout, Erschöpfung, Depression klagt? Was ist dann deine erste, was machst du als erstes? Also bei mir wird immer ganz viel Labor gemacht. Ja. Ich untersuche erstmal alles, wo ich denke, da könnte eine Ursache liegen. Entschuldigen Sie ganz kurz diese Unterbrechung, aber bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, denn das hilft uns, dass diese Sendung sich auch weiter über YouTube verbreiten kann. Vielen Dank, viel Spaß, bis später. Auf Wiedersehen miteinander. Ob es jetzt der Darm ist, das ist vielleicht ganz wichtig, weil Depressionen können ja auch durch die Darmflora zum Beispiel ausgelöst werden. Man weiß ja, dass eine Antibiotikatherapie von 3 Tagen schon eine schwere Depression auslösen kann, die bleibend ist. Also ich untersuche den Darm, beziehungsweise ich gebe dem Patienten meistens das Labor mit, das kann er dann daheim machen. Ich untersuche die Nebennierenfunktion, also Cortisol, unser Stresshormon. Wird es ausreichend produziert? Oder zu viel oder zu wenig. Da gibt es ja auch unterschiedliche Situationen oder Stadien, in denen die Patienten kommen. Dann mache ich Blutuntersuchungen, schaue mir Mikronährstoffe an, schaue mir Hormone an, manche Hormone im Blut, manche im Speichel. Also die Geschlechtshormone schaue ich mir immer im Speichel an, weil es die freien Hormone sind. Und man kann noch Jod im Urin untersuchen, denn auch Schilddrüse ist ja ganz wichtig, Schilddrüsenhormone anschauen. Also da wird erstmal untersucht, Detektivarbeit geleistet. Und das ist meistens überhaupt noch nie gemacht worden. Ja. Also das sagen mir die Patienten, hat noch nie jemand gemacht und sind glücklich, dass jetzt mal jemand wirklich schaut und man auch gezielt was unternehmen kann. Ja, ich habe ja auch in der Psychiatrie gearbeitet. Einfach nie erlebt, dass man irgendwie Mikronährstoffmängel oder irgendwas überhaupt mal so angeschaut hat. Wenn man nicht, es ist eine endogene Depression, man weiß nicht woher, aber die Behandlungsmethoden, die waren dann einfach wirklich oft sehr ähnlich. Also es hat niemand unterschieden, hat dieser Mensch jetzt diesen Mangel oder
eine, was auch immer, Nebennierenerschöpfung oder was auch immer. Und ich finde das so wunderbar, dass du das wirklich so anschaust. Mhm. Ja, muss auch wirklich sein, weil, wie du schon sagst, der Mensch ist ein Individuum. Und oft ist es ja so, dass wir wissen ja, dass die Medikamente auch oft an Männern erstmal getestet wurden. Ja, und die Frauen bekommen die gleiche Dosis, ob die Frau jetzt 100 Kilo wiegt oder 50, die bekommen die gleiche Dosis. Ja. Das kann nicht funktionieren, wenn sie es überhaupt benötigt. Ja, und ich habe gerade letztens mit einer Frau gesprochen, die hat mir gesagt, weißt du, ich habe jetzt so viele Antidepressiva durch und die höchste Dosierung hat noch nicht gereicht und jetzt haben sie mir nochmals erhöht und das reicht gerade knapp, dass ich mich keine Suizidgedanken oder sie nicht ausführe. Aber sonst bewirkt es gar nicht und ist komplett hochdosiert und sie hat dafür viele Entgleisungen sonst. Und das finde ich immer unglaublich brutal. Aber man kann natürlich niemandem sagen, setz etwas ab, das dürfte man nie machen. Nein, das darf man leider nicht. Auswirkungen, aber ich sage dann immer, habe das Gefühl, es muss einen anderen Weg gehen, geben. Und deshalb bin ich so glücklich, dass du das jetzt so anschaust und wirklich auch alles verstehst, was im System passiert. Ja, also wie du schon sagst, man darf den Patienten nicht sagen, setzen Sie es ab, aber was man darf, ist natürlich sagen, nehmen Sie bitte zusätzlich was. Ja. Und dann kann man ja immer noch schauen, wenn man Glück hat, hat man einen Arzt, der offen ist für Zusammenarbeit. Und da denke ich immer, sollte ja auch im Interesse des Arztes sein, dass man dann vielleicht irgendwann runterkommt von den starken Medikamenten und dann vielleicht im Hintergrund den Menschen wieder stärkt und aufbaut mit verschiedenen Mitteln. Und dann vielleicht irgendwann gemeinsam das Mittel absetzen kann. Ja, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Ja. Und wie ist da deine Erfahrung? Hast du mittlerweile Ärzte, Ärztinnen, mit denen du so zusammenarbeiten kannst? Ich habe einige Ärzte, mit denen ich zusammenarbeite, aber viel zu wenig. Ja. Also ich bin immer wieder sehr dankbar, wenn sich vielleicht auch Ärzte dazu bereit erklären, mit Heilpraktikern zusammenzuarbeiten. Ja. Weil das ist immer noch sehr problembehaftet. Ich schicke oft Patienten auch zum Arzt, wenn ich sehe, okay, da ist meine Grenze. Ja. Da muss jetzt auch mal wirklich ein Schulmediziner schauen. Und die Rückmeldung ist oft nicht so positiv. Ja. Ein Arzt möchte es manchmal nicht, dass der Patient vom Heilpraktiker geschickt wird. Aber es ist unsere Pflicht. Und da denke ich immer, wäre es gut, wenn man sagen könnte, okay, Heilpraktiker macht den Part, Arzt macht den Part. Und im Sinne des Patienten können wir ihn dann wirklich gut versorgen. Ja. Ja, und was ich eben einfach so wichtig finde, es ist ja nicht ein Gegen, sondern ein Miteinander. Und das wäre es auch so wünschenswert. Und ich sehe das auch, eben habe es auch gesehen in meiner Arbeit in der Psychiatrie, Ärzte und Ärztinnen, die machen das Beste. Aber die Ausbildung ist wirklich so einseitig, dass man von vielen Dingen, sei es von Hormonen, sei es von Mikronährstoffen, einfach keine Ahnung hat. Und warum darf man sich dann nicht auf das Wissen eines Heilpraktikers, Heilpraktikerin stützen und da zusammenarbeiten? Das wäre doch wunderbar. Und wir haben einfach auch mehr Zeit. Man darf dem Arzt auch nicht vorwerfen, der hat die Zeit oft nicht und kann sich die Zeit nicht nehmen. Aber warum dann nicht? Ich kann mir eine Stunde oder anderthalb Stunden oder länger Zeit nehmen für den Patienten und alles kontrollieren und ihn wirklich ordentlich befragen zu seiner Vorgeschichte oder auch zu dem befragen, was den Menschen ausmacht. Ja. Eine Freundin von mir ist Ärztin, die hat mal gesagt, ich darf eigentlich nicht über die 2-3 Minuten hinauskommen, weil der Patient dann anfängt, von sich zu erzählen und da habe ich die Zeit nicht zu. Ja. Das ist doch dramatisch. Ja, und das kann ich leisten und kann es dann vielleicht auch an den Arzt in Kurzform weitergeben, dass er damit arbeiten kann. Ja, das wäre einfach schön. Und es hat ja so viel Tolles auch in der Medizin, Notfallmedizin, alles. Und wenn da die Zusammenarbeit stattfinden könnte, da wäre dann ganz eine andere Medizin möglich. Ja, ja. Eine Vision. Wir geben das nicht auf. Ja. Ja, die Ursachen von Depressionen, die können ja viel vielfältig sein. Das weißt du wahrscheinlich auch. Das sind ja unterschiedliche Situationen, aus denen die Menschen kommen. Manchmal sind es Erkrankungen, chronische Schmerzen, wo der Mensch einfach verzweifelt ist. Ja. Oder auch chronische Überlastungen, traumatische Ereignisse, Nebenwirkungen eben von bestimmten Medikamenten und. Und da sollte man einfach dann auch individuell drauf eingehen. Ernährung ist ein Riesenthema. Was ich oben eingebe, macht natürlich meinen ganzen Organismus aus. Ja. Und da spielen natürlich auch die Stresshormone der Tiere eine Rolle. Also ich denke immer, wer Fleisch isst, sollte auch mal drüber nachdenken, wie hat das Tier gelebt, wie ist es gestorben? Denn diese Stresshormone des Tieres esse ich ja auch mit. Das macht ja auch was mit meinem System. Und die sind sehr ähnlich wie die unseren. Ja.
Und wenn ein Tier lebenslang in einer desolaten Tierhaltung war und dann noch mit Panik und Angst stirbt, dann ja. Ja, dann nehmen wir das mit auf. Und das sind ja auch Energien, genauso wie wir auch gute Energien aufnehmen können, indem wir Lichtnahrung essen, also lebendige Nahrung, Obst, Gemüse, Kräuter, Wildkräuter und so weiter. Das ist ja das, was uns Licht bringt ins Leben. Ja. Nebst dem Mitgefühl für die Tiere natürlich, Dann eben die bestimmte Mängel, die Klassiker sind natürlich B-Vitamine, B-Vitaminmangel, B6, B12, Folsäure, die Depressionen auch auslösen können, wenn sie fehlen. Magnesium hat so viele, über 300 Wirkungen im gesamten Organismus. Es spielt überall eine Rolle, ob es die Energieproduktion in den Zellen ist oder auch die Produktion von Glückshormonen, Vitamin D genauso, Omega-3 aus Fisch oder Algenöl, Selen, die Böden sind selenarm, da haben wir auch fast alle einen Mangel. Schilddrüsenhormone, Schilddrüsenüber- und Unterfunktion kann auch beides Depressionen verursachen. Und die Aminosäuren, das finde ich so wichtig, dass wir darauf achten. Ich habe viele Patienten, die rein durch Aminosäureeinnahme, also wirklich in Kapselform, von ihrer Depression loskommen. Ja. Und das ist unglaublich, auch wenn ich Antidepressiva nehme, kann ich das immer zusätzlich machen. Ja. Und ich sehe Menschen, gerade mit dem Vitamin D, wenn die dann hochdosiert, natürlich unter ärztlicher Kontrolle, das eingenommen haben, dass da wirklich wie ein Licht aufging. Und das ist wirklich unglaublich, wenn man das einfach nicht beachtet. Mhm. Oder? Mhm. Ich habe noch eine Frage zum Magnesium. Da gibt es ja auch so kontroverse Meinungen. Wie nimmt man es auf? Kann es überhaupt aufgenommen werden? Wie empfiehlst du das? Ja, da gibt es wirklich kontroverse Meinungen. Und manche sagen ja, über die Haut ist am besten. Ja. Andere sagen, oral ist am besten. Dann gibt es wieder verschiedene Verbindungen. Ich mache es immer so, ich gucke so ein bisschen, was fehlt dem Patienten? Was hat er für Symptome? Ja. Gerade wenn wir jetzt beim Thema Depressionen sind, da würde ich eigentlich immer ganz gerne das Magnesium-Bisglycinat nehmen, weil das Glycinat oder das Glycin, was ja gebunden ist an das Magnesium, auch beruhigend im Gehirn wirkt. Ja. Das kommt einfach sehr gut an. Manche nehmen auch ganz gerne Kombinationen von verschiedenen Salzen. Mhm. Das reine Citrat macht ja häufig Durchfall. Mhm. Ich empfehle oft auch Dosierungen von 600, 800 Milligramm oder mehr. Man merkt, wenn zu viel ist, dann wird der Stuhl weich. Dann bin ich einfach drüber. Und man kann aber ruhig mal über eine gewisse Zeit höher dosieren. Mehrmals täglich, also morgens, mittags, abends, 200 Milligramm oder mehr. Und dann mal schauen. Man kann es auch zusätzlich über die Haut aufnehmen. Aber da komme ich nie an diese Dosierung ran. Ja. Ich empfehle das zum Beispiel meinen Patienten auch mit Schmerzen oder Regelschmerzen, Magnesiumgel auf den Unterleib oder auf den Rücken oder auf die Schmerzstelle eingerieben. Wirkt manchmal auch Wunder oder bei Verspannungen, aber es reicht nicht. Also ich würde das immer kombinieren. Magnesiumbäder, Schüsslersalze, kann man alles machen. Und was hältst du denn von den, man sieht ja immer in der Werbung die vorgefertigten Sachet, da so Brause. Magnesium, ist das auch in Ordnung? Mhm. Er hat zu viel Süßstoff drin. Ja, okay. Das Problem ist, dass wir dann den Durchfall von dem Süßstoff kriegen meistens. Ah, okay. Wenn wir dann, das sind ja oft diese 400 Milligramm, dann nehmen wir ein oder zwei und denken, oh, jetzt ist aber schon weicher Stuhl, da war es zu viel Magnesium, was aber eigentlich eher zu viel Süßstoff. Okay, gut. Das kann man mal nehmen, wenn man jetzt unterwegs ist, aber eher nicht regelmäßig. Ja. Neben Nierenerschöpfung ganz, ganz großes Thema bei der Depression. Denn wenn wir dann irgendwann in dem Zustand sind, nach vielleicht jahrelangem hohen Cortisolwert in der Nebenniere oder durch die Nebenniere, dass die dann nicht mehr kann, dass sie wirklich erschöpft ist und wir nicht mehr genug Stresshormon bilden können, das Cortisol, dann können wir auch in depressive Verstimmung kommen, einfach durch Energiemangel. Ja, dass wir wirklich merken, wir kommen morgens nicht mehr raus, wir kommen nicht durch den Tag, wir komme mit Stress nicht mehr klar. Da hatte ich auch mal eine Patientin, die gesagt, ich sitze vor der Spülmaschine und kann die Spülmaschine nicht ausräumen. Das ist mir zu viel. Ich schaff's nicht. Dann ist die vor der Spülmaschine zusammengebrochen. Und das sind so Zeichen, da geht einfach nichts mehr. Ja. Das ist ja kein Stresszustand in dem Moment. Aber selbst das, es kann nichts mehr bewältigt einfach werden. Einfach keine Energie mehr. Ja. Und da sollte man wirklich die Nebenniere vorrangig behandeln.
Und mein Behandlungsansatz ist ja immer Licht ins Leben bringen. Wir hatten es ja gerade schon mit Licht, Nahrung, Essen. Ja. Also wirklich das Essen, was lebendig ist. Das sind die Biophotonen. Oder auch Pflanzen zu sich nehmen. Johanniskraut ist ein Beispiel. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von Johanniskraut. Es ist ja eine Lichtpflanze. Ja. Die kann uns aber viel auch zerstören von den anderen Dingen, die wir einnehmen. Also das bindet oft Dinge und wird dann manchmal nicht so gut aufgenommen, das andere. Also nichts gegen Johanniskraut. Ich mache mir auch mein Johanniskrautöl jeden Sommer. Ja, eben das Öl wollte ich gerade fragen. Ja, das ist super. Aber ich bin nicht so ein Fan von der Einnahme. Ich empfehle dann lieber Safran. Kann man alles machen. Es ist immer auch wieder individuell. Ja. Also manche Patienten vertragen Johanniskraut super, andere kommen da gar nicht mit klar. Ja, und da muss man dann mit dem Licht auch noch schauen, gell? Ja, auch das, wenn die dann noch gerne in die Sonne gehen und Hautreaktionen bekommen. Da arbeite ich auch sehr, sehr gerne mit dem Safran, was eben auch Licht. Und wie nimmst du den rein? Einfach als Safran? Als Kapsel. Als Kapsel, ja. Und eben Tageslicht tanken, wirklich ans Licht gehen und versuchen. Manche Menschen, die sind ja den ganzen Tag im Büro und die Mittagspause bleiben sie auch da hocken oder gehen in die Kantine. Da sage ich wirklich einfach mal raus. Es reicht nicht, wenn ich abends nach Feierabend nochmal in die Luft gehe und es ist schon dunkel. Ja. Und egal wie das Wetter ist, es ist trotzdem eine Lichttherapie, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich mache sehr viel mit Licht auch in der Praxis. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit der Akupunktur, habe dann irgendwann die Lichtakupunktur dazu genommen. Da arbeitet man ohne Nadeln, gibt einfach verschiedene Lichtfrequenzen auf die Akupunkturpunkte und bin dann irgendwann noch auf Biophotonenpflaster gekommen. Das kombiniere ich jetzt und die Pflaster kann der Patient einfach auch mitnehmen bzw. auch selber bestellen und zu Hause anwenden. Denn wie oft soll der Patient kommen? Das kann ich selber auch gar nicht bewältigen. Ja. Und das ist einfach auch eine tolle Therapie, die er dann daheim anwenden kann. Das ist wunderbar. Hast du dann auch Erfahrung mit anderen psychiatrischen Erkrankungen? Ja, natürlich. Ja. Es kommen die unterschiedlichen, ich sag mal, die kommen eigentlich nicht wegen der psychiatrischen Erkrankung. Da sind wir Heilpraktiker ja auch nicht unbedingt die richtigen Ansprechpartner. Die kommen wegen anderer Symptome. Und letztendlich stellt sich dann heraus, dass da eben psychiatrische Erkrankungen dahinter stecken. Aber es ist im Prinzip ja nicht wichtig, was die Enddiagnose ist. Ja. Wichtig ist ja, wo liegt die Ursache? Und da gehe ich ja ran. Also, dass ich den Patienten als Ganzes behandle. Und dann sieht man einfach auch Schritt für Schritt, wie es besser wird. Ja, weil für mich ist einfach so auch vom Gefühl her Lichttherapie eigentlich bei allen psychiatrischen Krankheiten, würde ich jetzt so einfach aus der Resonanz her sagen, wäre da wichtig, oder? Ja, also bei allen psychiatrischen Erkrankungen, bei allen Erkrankungen. Ja. Also uns fehlt allen das Licht. Ja. Die Natur hat uns ja vorgegeben, dass wir draußen leben. Das ist ja eigentlich unsere natürliche oder artgerechte Haltung. Ja, genau. Das die ganze Zeit im Raum zu sein. Ja. Das tut uns nicht gut und da sollten wir mal wieder von wegkommen. Der Mensch sitzt einfach nur noch vor dem PC, vor dem Handy und das Draußensein, das fehlt. Ja. Die Kinder können ja schon draußen nichts mehr anfangen. Die wissen ja schon gar nicht mehr, was soll ich denn da machen? Wir haben ja damals draußen gespielt. Ja, das, ich habe schon in einer anderen Sendung gesagt, weil ich war immer draußen, Hütten gebaut im Wald, Spiele gemacht und Und die wenigsten Kinder heutzutage kennen das noch so. Ja, und eben ist es so schön, dass wir heute die Technologie, die uns ja auch viel Belastung mitbringt, aber eben auch viel Segen, eben mit so einer Informationstechnologie im Prinzip dann eben auch diese Dinge wieder ins System natürlich. Und ich denke, das ist einfach die neue Art der Medizin auch. Man kommt immer weiter weg von nur Einnehmen von Dingen. Man merkt das ja auch. Ich habe ganz früher auch viel mit der klassischen Homöopathie gearbeitet. Das wirkt einfach nicht mehr so gut. Wir sind so belastet mit Umweltfaktoren, dass es einfach mehr braucht. Es braucht einfach auch Dinge, die unsere Blockaden lösen. Ja. Und da bin ich mit der Biophotonentherapie wirklich Riesenschritte vorangekommen. Und auch bei Patienten, wo ich dachte, Mensch, was soll ich da noch machen? Ja. Da komme ich nicht mehr weiter. Und da sind wir mit diesen Pflastern eben einfach diesen einen wichtigen Schritt dann weitergekommen. Ja.
Und da gibt es eben, das ist meine Lieblingstherapie. Ja, wollte ich gerade fragen, was. Ja. Genau, die Grundtherapie ist die Stammzellentherapie, mit denen ich wirklich die körpereigene Produktion von Stammzellen wieder anregen kann. Wir nehmen ja im zunehmenden Alter, haben wir immer weniger Stammzellen. Erschreckend weniger, hast du mal gezeigt. Ja, gell? Erschreckend wenig, mit 60 Jahren noch 10%. Und wir können einfach nicht mehr regenerieren. Ja. Und von diesen Stammzellen-Patches, da gibt es ganz, ganz viele Untersuchungen auch. Und wir können über 4000 Gene wieder in jugendlichere Zustände versetzen. Und da muss man sich mal überlegen, was das macht. Die Stammzelltherapie kennt man ja eigentlich nur als wahnsinnig teure Therapie und auch gar nicht legal. Und das ist was, was keine Nebenwirkungen hat. Es geht nichts über die Haut. Ich kann mir das morgens aufkleben. Ich habe meins immer auch hinten auf dem 7. Halswirbel oder unterm Bauchnabel. Und also ich selbst habe schon wahnsinnig viele Erfolge damit gehabt. Ich war jetzt nicht vorher krank, aber man merkt, dass man mehr Energie hat, dass man wieder Lust hat, richtig Sport zu machen, dass man Lust hat, sich gut zu ernähren. Ich kann wieder Bergtouren machen, ich bin nicht mehr erschöpft. Und das sind doch schon wahnsinnig tolle Dinge. Und wenn ich dann sehe, was das mit Kranken macht, das sind Welten, die dazwischen sind, mit oder ohne diese Patches. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Man braucht ja schon ein paar Wochen oder auch manchmal Monate, bis die richtig wirken. Es geht ja über bestimmte Gehirnreaktionen, über Bindung an Kupferpeptid. Deswegen muss man dann auch schauen, dass man genug Kupfer im Körper hat. Und dann merkt man aber, dass man wirklich komplett, als hätte jemand den Schalter umgelegt, so sagen die meisten. Ja, ich habe es schon in anderen Sendungen gesagt, du hast mich unglaublich neugierig gemacht. Und das Gute ist ja, es kann ja, gibt ja keine Kontraindikation jetzt mit Medikamenten, die man einnimmt, weil es ja kein, sagen wir, physiologischer Stoff ist, sondern es ist ja einfach eine Information. Genau, oder? Also da kann überhaupt nichts passieren. Ja. Es ist sogar dopingfrei. Mhm. Es geht nichts über die Haut. Bringt einfach nur die körpereigene Selbstheilung wieder. Ja, und ich habe eben gelesen, dass man, auch wenn man keinen Erfolg hätte, könnte man das zurückschicken. Ja, habe ich das richtig verstanden? Es gibt 90 Tage Rückgabe. Garantie, aber das ist eigentlich noch nie passiert. Also ja, und das zeigt ja, dass man das ist wirklich etwas dahinter. Ja, natürlich. Also ich sage immer meinen Patienten auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ja. Es ist nicht so, dass ich mir das Patch aufklebe und wow, neuer Mensch, sondern das dauert einfach. Dann muss man einfach dem Körper auch seine Zeit geben zur Selbstheilung. Ja. Aber es gibt dann auch noch zusätzliche Patches, die man nehmen kann, wie jetzt zum Beispiel das Glutation ist ja unser körpereigenes Antioxidans und der wichtigstes Antioxidans und wichtig für die Entgiftung. Mhm. Das könnte man zum Beispiel zusätzlich nehmen, dass man auch sofort eine Wirkung hat. Oder bei Schlafproblemen. Ja. Das Silent Nights, das ist unsere körpereigene Melatoninproduktion. Das klebt man dann über Nacht. Das klebt man über Nacht. Mhm. Melatonin ist ja unser Schlafhormon. Ja. Und da muss ich einfach auch nichts einnehmen. Mhm. Ich kann was einnehmen, aber ich könnte alternativ auch einfach das Patch kleben und dem Körper seine Arbeit tun lassen. Ja, wunderbar. Ja. Bei zu hohen Cortisolwerten, vor allen Dingen nachts, ist ja oft, dass sich dann diese Kurve umdreht. Tagsüber zu wenig Cortisol, nachts zu viel, da können wir nicht schlafen. Da könnte man zum Beispiel das Aeon-Patch nehmen, was einfach den Stress reduziert und die Entspannung fördert. Da habe ich selber auch mal eine Erfahrung gemacht in einem Flugzeug, im Urlaub, Rückflug. Ja. Und haben da drin gesessen, es war warm, Türen gehen zu, Flugzeug hebt nicht ab. Ja. Und ich habe es nicht so mit engen Räumen und vielen Menschen. Okay. Und ich hatte zum Glück das Aeon in der Tasche. Ja. Und ich habe gemerkt, wie eine Panikattacke kommt. Mhm. Und dann habe ich das, du hast doch immer noch das Pflaster, kipp das mal auf. Und dann wurde das sofort, ich habe richtig gemerkt, wie ich durchatmen konnte und ruhiger wurde. Und ich denke, für solche Notfallsituationen. Wo hast du es aufgeklebt? Solarplexus. Ja, okay. Für solche Notfallsituationen ist das Gold wert. Ja. Und man kann, wenn man weiß, ich bin immer nachts aufgeregt, ich habe immer nachts Herzrasen, dann würde ich das zur Nacht einfach mal kleben. Ja, eben, ich habe dir schon zwischen den Sendungen gesagt, ich bin so begeistert und mir kommen so viele Menschen in den Sinn, die wirklich leiden. Und wenn das so funktioniert, wäre das so wunderbar. Ja. Und ich kann nur sagen, dass es funktioniert. Mhm. Ja, man kann wirklich nie sagen, jeder Mensch funktioniert gleich. Bei dem Menschen funktioniert das Patch genauso. Man muss es ein bisschen ausprobieren. Ja. Aber ich bin so begeistert, ich muss das einfach immer weiter erzählen. Ja. Das
Es wird mir dann auch so gehen. Ja, und vor allem, weißt du, wenn man sieht, dass die Krankheiten sich über Jahre und Jahrzehnte entwickelt haben, dann kann man schon ein paar Monate noch Geduld haben, bis die Patches wirken, weil das ist dann ja immer noch sehr kurze Zeit. Ja, oder? Natürlich. Ja. Und wie gesagt, diese zusätzlichen Patches, die wirken auch immer relativ schnell. Jetzt zum Beispiel auch dieses Energy Enhancer Patch, das kann innerhalb von Minuten oder Stunden wirken. Und wo klebst du das? Meine Lieblingspunkte sind eigentlich hier die Lungenpunkte. Ja. Da habe ich selber auch die Erfahrung gemacht, ich hatte starkes Asthma auch von seit meiner Jugend. Ja. Da hat mir nichts helfen können. Und da haben mir tatsächlich diese Energy Enhancer in Kombination mit diesem X39 super geholfen, dass ich Bergtouren machen konnte. Ich hatte mein Spray dabei und ich brauchte es plötzlich nicht mehr. Und deswegen sind die Lungenpunkte hier unter dem Schlüsselbein meine Lieblingspunkte. Ja. Heute habe ich es allerdings an den Füßen. Ja. Wenn man im Fernsehen ist, möchte man nicht unbedingt, dass die so aus der Hose rausgucken. Ja, heute hätten sie herausgucken dürfen beim Thema. Gell? Ja, stimmt allerdings. Aber man kann es auch zum Beispiel an Herzpunkte kleben. Ja. Das sind immer ein Pärchen, man macht immer links und rechts eins. Mhm. Viele Sportler wenden das auch an, einfach um bessere Energie beim Training zu haben oder auch im Wettkampf. Ne? Ja. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und auch schon seit 20, das war das Erste, was es überhaupt gab. Mhm. Seit 20 Jahren wird das schon angewendet. Ne? So eine tolle Sache. Man wünscht sich immer, man hätte es eher früher erfahren. Ja, oder bei chronischen Schmerzen könnte man auch das Energy nehmen oder auch das Schmerzpflaster, das nennt sich dann Ice Wave. Ja. Also das ist Ice Wave, dass ich das richtig verstehe, ist bei ganz akuten, überhitzten also Entzündungen. Genau, bei Entzündungen oder akuten Schmerzen, was eher mit Hitze zu tun hat. Ja. Die Energy wird man eher nehmen bei Energiemangelschmerz, also wo ein leere Schmerz ist. Ja. Genau. Okay. Ja, das war wieder. War wieder viel wunderbar, Input. Ja, und ich habe nicht nur in der Sendung, sondern zwischendurch habe ich auch so viele Fragen, weil es war einfach so toll. Aber ich glaube auch, ganz viele Menschen haben jetzt auch noch viele Fragen. Wo erreicht man dich? Meine Praxis ist im Oberallgäu. Ja. Mich erreicht man unter www.naturheilpraxis-casa.de. Mhm. Die Patienten müssen nicht zu mir kommen. Ich arbeite auch online. Man kann also auch Online-Termine mit mir vereinbaren. Wer mehr über die Patches erfahren möchte, unter www.lichtenergie.eu. Und Therapeuten, Therapeutinnen, die Fragen haben, wie kann ich das in die Praxis mit integrieren, dürfen sich auch gerne an mich wenden. Gebe ich gerne Tipps weiter. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Alexandra. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. So viel Inspiration wie immer, wenn Alexandra Casa bei uns ist. Ich freue mich auf weitere Sendungen und hoffe, Sie sind auch wieder mit dabei. Und auf Wiedersehen. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.